Sali, Markus. Hallo Martin. Markus, du bist einer von den Mitorganisatoren von dem heutigen Anlass. Könntest du uns vielleicht mal schnell kurz erzählen, um was es heute so oben genau gegangen ist? Ja, wir haben einen Umzug von einer besonderen Art organisiert. Zusammen mit zwei Kollegen haben wir einen Umzug mit Glocken und Reicheln von Bäuerinnen und Bauern mit ihren Familien organisiert in der Stadt Solothurn. Wir durften durch die Altstadt laufen und eine Bewilligung bekommen, für das zu machen, um auf unsere Situation in der Schweizer Landwirtschaft aufmerksam zu machen. Und wie bist du so zufrieden gewesen, vom Aufmarsch der Leute zufriedenstellend? Oder wärst du froh gewesen, wenn noch viel mehr gekommen wären? Das ist natürlich so, man hat ja irgendwie eine gewisse Vorstellung, aber man macht etwas, was noch nie gemacht ist worden. Die Leute ist schwierig zu mobilisieren. Die Bauern sind ja nicht gewöhnt, eigentlich auf die Strasse zu gehen und in die Stadt mit glöckeln und sich präsentieren quasi. Und ich bin aber schlussendlich, aber auch die OKA-Mitglieder, wir sind zufrieden. Es war ein gelungener Anlass gewesen. Es sind zwischen 50-200 Leute, haben wir geschätzt, gezählt. Sie waren hier und wir waren zufrieden. Mehr wäre immer schön, aber es hat wunderschöne Bilder gegeben, es hat gewirkt und die Bauernfamilien sind zusammengestanden, egal von wo sie gekommen sind. Ob das ein Bauer war aus dem Flachland, Berggebiet, ein Söhlebauer oder so, oder Acherbauer, alle sind zusammengestanden. Du bist ja auch politisch aktiv, du bist bei der FDP und im Solothurner Kantonsrat. Jawohl, ja, das bin ich jetzt schon seit rund 10 Jahren. Jetzt sind wir natürlich auch dort für unsere Anliegen ein, einfach auf Kantonsebene. Und wo es immer wie möglich ist, machen wir auch Anlässe, wo es um die Landwirtschaft geht, weil das ist ja eigentlich schon die Landwirtschaft für Zaubert 4.0. Wir haben schon zweimal einen Traktorenumzug gehabt in der Stadt Solothurn, wo mit 10'000 Zuschauern und letztes Jahr ein Landfest organisiert. Und jetzt aufgrund von diesem Anlass haben wir auch das gemacht, aber ich bin auch politisch aktiv. Ja. Wie war das für dich, als du das erste Mal davon gehört hast, dass es in der Schweiz Protestaktionen gibt oder Mahnaktionen? Was hast du da gedacht? Also gut, dann habe ich zuerst mal gedacht, hoffentlich einfach nicht so wie in Deutschland und Frankreich. Vor allem nicht wie eben wirklich in Frankreich, wo es ausartet, wo Sachbeschädigungen sind, wo Sachen mit Traktoren gemacht werden und Beschütte und alles. Das ist einfach nicht so. Einfach nicht so. Ich wusste, dass unsere Situation in der Schweizer Landwirtschaft nicht gut ist. Ich habe seit Jahren einen Blog, wo ich auf diese Situation hinwirke. Für mich ist es nichts Neues. Das kann man nachlesen auf markusdietschi.ch. Absolut transparent, wie meine Meinung ist. Also ich war sicher nicht überrascht gewesen, dass es gekommen ist, aber einfach sicher denkt, einfach nur nicht wie in Frankreich. Und bei deinen Kolleginnen und Kollegen in der Partei oder im Kantonsrat oder generell in der Politik, wo die das wahrgenommen haben, da hat man sich sicher auch untereinander ausgetäuscht. Was haben die so gedacht? Haben sie einfach gedacht, ja, dass, wenn sie doch ein bisschen rumfahren, dann zählen sie doch? Oder hat es ein bisschen Angst gemacht? Oder wie ist das gewesen? Das ist interessant. Mit denen, die nicht vom Bauern sind, an unserer Partei, von der FDP, Die das nicht einmal gross beachten. Und damit sie das eben beachten und auch uns wohnen, müssen wir halt so Aktionen wie heute machen. Aber das ist, da hörst du fast nichts von diesen Kollegen quasi, oder? Ja, das sind Bauern und so und solche. Es ist aber anders, wenn man ihnen aufzeigt, was wirklich unser Problem ist, wie die Einkommenssituation ist, wie der Stundenlohn ist, wo die Problematik ist mit diesen zusätzlichen Massnahmen, ohne veränderten Zahlungsrahmen, mit der zunehmenden Bürokratie. Dann kann ich sie abholen. Aber am Anfang, die haben uns nicht einmal beachtet und denkt, oh ja, die Bauern da, die haben jetzt ein bisschen etwas. Aber das ist halt einfach nicht einfach ein bisschen etwas. Uns geht es wirklich um die Sachen, und wir haben unsere Botschaft. Und die müssen wir darlegen. Aber das ist harte Arbeit. Jetzt eben Anfang Februar hat das angefangen in der Schweiz und dann hat es immer wieder, also Wochenende für Wochenende, hat es immer wieder Aktionen gegeben, Protestaktionen, Mahnaktionen, unter anderem letzten Samstag in Wollhausen in Luzern. Ja. Junge Leute, also Jungbauern, angehende Bauern, vielleicht hoffentlich auch zukünftige Bauern, haben hier aufgerufen zu einem Treffen beim Landi-Areal. Es sind, soviel ich weiss, ca. 150 oder über 150 Traktoren anwesend gewesen. Und im späteren Verlauf von oben
Sie sind mit einem grossen Konvoi ins Dorf reingefahren, dort um einen Kreis herum und wieder retour und haben dann eigentlich, kann man sagen, dass, ja, das Dorf blockiert. Ich nehme an, du hast das sicher auch mitbekommen. Ich habe es mitbekommen. Ich sehe das nicht als sinnvoll. Wir haben einen Traktorenumzug organisiert, zweimal, ja, mit Lichtli, wo wir haben die Stadt bezaubern mit unseren beleuchteten Traktoren. Aber jetzt müssen wir doch auf die Leute zugehen. Und wenn wir in diesen Kabinen sind und auf ein Landeareal gehen und um uns sind und dann mit diesen Traktoren hier durchs Dörfli fahren und eben, wie du richtig sagst, vielleicht sogar noch den Verkehr behindern und die Leute verrückt machen, dann gewinnen wir doch nicht. Wir müssen mit den Leuten ins Gespräch. Wir müssen da die Leute hingehen. Die SOS habe ich cool gefunden. Und die SOS-Sachen mit Traktoren, das ist cool, das kann man vermarkten, das hat eine tolle Wirkung. Aber jetzt bitte einfach aufhören, die Traktoren, das ist schön, ich fahre auch lieber mit dem Traktor. Das ist mit der Kabine ist man geschützt. Aber wir müssen nicht geschützt sein von den Leuten. Wir müssen auf Konsumenten zugehen. Wir müssen in die Stadt gehen. Wir müssen den Leuten zeigen und sagen, wo das Problem ist. Und das schaffst du nicht, wenn du mit dem Traktor umfährst. Und was hast du das Gefühl, wie wird sich jetzt das weiterentwickeln? Wird das weiter so gehen? Stärkere Aktionen, jetzt so wie wir es auch schon gesehen haben? Oder wird es jetzt entweder ein bisschen abflachen, weil dann jetzt sicher auch langsam die Zeit kommt, wo die Bauern wieder langsam aufs Feld gehen? Gut, da ist natürlich die Hoffnung, dass es nicht abflacht. Die Realität wird es zeigen. Ich hoffe, dass andere auch noch etwas machen, dass man dranbleibt. Dass man das Mittelrot abflachen, dass man einfach das noch bearbeitet, dass man auch immer noch sagen, solange das nicht geändert hat mit den Preisen und der ganzen Geschichte, die auf uns zukommt, dass man dranbleibt. Das ist meine Hoffnung. Die Realität, die möchte ich nicht voraussehen, Kaffeesatz lesen, ist nicht meins, aber meine Hoffnung wäre, dass es noch weitere Aktionen gibt. Markus Dietschi, ich danke dir recht herzlich, dass du für das Interview Zeit genommen hast. Merci vielmals und ich wünsche dir alles Gute und einen schönen Abend. Martin, merci fürs Interesse, dir auch einen schönen Abend. Merci vielmals.